Okay, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Kurz bevor ich hier anfange, wie ihr jetzt bestimmt bemerkt habt, meine Stimme klingt anders. Der Grund dafür ist, ich habe ein Mikro. Ein Standmikro. Weil mit dem Headset hatte ich immer solche komischen Probleme. Es hat aber mich so teilweise genervt, weil es immer so mein Hals war und so, auf meinen Kopf und meinen Ohren und alles mögliche. Ich weiß, Headset trat mir auf den Kopf. Aber es hat mich einfach genervt und ich hatte keine Bewegungsfreiheit. Und hier kann ich mich bewegen. Und das ist. Ihr kennt doch die Kommentatoren. Ihre Mikrofons. So eins ist das. Und ich kann jetzt einen auf Kommentator machen. Hey! Tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast. Hey, möchtest du das hier haben? Was denn? Bronze. Okay, du schleppst ein Stück Bronze mit dir rum. Na gut. Bisschen stark dann. Wir sollten unsere heutige Mission schnell erledigen. Okay. Luxord. Wie wird diese Runde wohl ausgehen? Ja, weiß man nicht. Man munkelt nur, man munkelt. Und, Sigi? Schätzen ist zurück? Hm? Hey, benutzt du Limitbrecher? Nein. Erledige 30 oder mehr Gegner mit einer Limitbrecher und komm zurück. Dann gibt es was Nettes. Schaffst du das, Kleiner? Na klar, doch. Ach ja, was ich noch gemacht habe? Tafel. Ich habe das Auto an Visieren weggenommen, weil diese Kacke nervt mich jetzt bei der nächsten Mission. Ach, das lasse ich einfach drin. High Potions kann ich immer gebrauchen. Und hier eins. Komm. Welches Level bin ich eigentlich? 26, geht doch. Naja. Ja, wie ihr jetzt bemerkt habt. Sagt mir, schreibt in den Kommentaren, also schreibt mir Kommentare, wie ihr das findet. Wir sind der neue Mission, ich glaube, sobald du bereit bist. Also, wie euch das gefällt, besiege die Kommandanten, besiege die kunstvollen Flieger. Erstmal besiege die Lawine. Im Neuland ist eine Lawine aufgetaucht. Finde und besiege sie. Besiege die Lawine. Reichwert-Tilk, ja, ja. Okay. Ich war jetzt zwei Schatztruhen. Ich weiß auch, wo ich jetzt hingehen muss. Der eklige Gegner sieht man ja unten. Erstmal fliegen. Erstmal die hier aufmachen. Da ist eine Medaille. Perfekt. Okay, ist irgendwo am Sack. Warte, wo ist die andere Schatztruhe? Ach, da bist du. Also, was, der Grund dafür war ich das, warum ich das runtergeholt. Warum ich das jetzt weggemacht habe, das Autoanvisieren, ist. Es hat nur genervt. Was war das denn für ein schwarzes Ding da in der Luft? Okay, Limitbrecher. Okay. Treffe ich den eigentlich? Ja. Ja, das ist beschissen an den Level. Leck mich doch. Also nicht an den Level, eher an den Gegner. Du hast mich jetzt getroffen. Ja, das ist das Beschissene. Ich hasse es allgemein, die Luft dann, also die fliegende Gegner, ich hasse es einfach, abgrundtief. Komm, den bringst du unter Komm, erstmal diese Wichser hier töten. Seht ihr, das meine ich. Warte, die hat eine Schwäche für Feuer. Ja, du bist weg. Der kommt schon angerannt. Ja, leck mich doch, du elender Fettkopf von einem Gegner. Warte, treffe ich doch mit der Magie? Komm, den treffe ich doch. Komm. Kannst du nicht mal irgendwie nicht fliegen oder was ist los? Ja komm, ich hasse. Du bist da oben.
komm. Na gut. Der hat doch die Lawine, nein, der hat doch diesen türkisen Marsch gezielt. Ey, ich sehe da gerade etwas. Leute. Komm, stirb. Ich hab da gerade was gesehen, ein Medaillon. Da ist es ja. Es gibt ja nur zwei Stück hier. Also man kann das auch als Mission machen, dann glaub. Was machst du da vorne? Oh, gezielter Attacke auf mich, oder was? High Potions? Was macht die Teile hier? So. Okay, jetzt habe ich alle Gegner aus dem Weg. Ich habe da irgendwas noch anders gesehen, oder? Okay, jetzt sind eigentlich alle Gegner aus dem Weg. Jetzt habe ich nur diesen Fettkopf da vorne. Feuerwehr. Blitzra. Triffst du noch irgendwie? Komm. Das allgemein diese Flugmissionen. Ey, wieso bist du noch hier? Darf ich den? Bin noch nicht gestorben. Eigentlich muss ich da. Mir gerade hier so natzen? Ja, das hasse ich an den Flugmissionen. Weil das dauert länger. Es dauert allgemein länger. Ich mag die Mission auch nicht. Die Gegner kommen nicht wieder, oder? Die ich jetzt bisher getötet habe. Ich hoffe nicht. Dann ist das noch beschissener. Da habe ich gar keine Lust mehr auf diese Mission. Die kommen wieder. Kommen 100%ig wieder. Okay. Ich möchte mir ein bisschen Platz verschaffen und ein bisschen. Leg mich doch. Komm, triff ihn. Ja, schaffe ich den jetzt auch. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? So. Wieso zielst du dahin? Ey, du willst mich doch gerade verarschen, Mann. Nein, du triffst mich nicht. Komm. Ich verstehe die Logik nicht. Echt nicht, Leute. Ich verstehe die Logik nicht. Fick dich! Deswegen hasse ich diese verfickten Missionen. Was hat das für einen Angriff, du? Schwanzlutscher. Ja.
willst du machen? Ekliger Schwanz. So. Komm. Das war knapp. So getötet. Weg, 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 weg. Wieso zielst du immer auf die, Mann? Krieg dich doch. Ich spüre das jetzt schon, dass sie hinter mir sind. Ja, die verfolgen mich auch noch richtig hier. Weg. Hundertprozentig weg. Wo ist der? Ey, komm, ich hab den. Ich hasse das. Endlich. Verdammt, Mann. Ich will jetzt unbedingt zurück. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diese verfickte Mission. Echt nicht. Heute echt nicht. Oh, das Lock. Ich habe die ganzen Lockmarken eingesammelt. Okay. Das reicht. Was ist das? Oh, das ist noch eins? Ich wusste das nicht so. Achso, ich qual abzeichnen, qual abweichen. Achso, okay. Ja. Okay, bisschen chillen. Nach der harten... Ey, 13 Minuten lang habe ich für diese verfickte Mission gebraucht. Oder 11 Minuten. Die ersten 2 Minuten habe ich ja ganze Zeit geredet. Aber trotzdem, das ganze Kacke nervt mich jetzt gerade so. Ja, komm. 195. Ein normaler Tag. Muss es sein. Wie viele Gegner habe ich bisher umgebracht? Im Moment hast du 3, komm wieder, wenn du 3 bist. Oh, 3 habe ich bisher. Okay. Besiege die kunstvollen Flieger. Besiege die Kommandanten. Ich mach das hier. Im Nimmerland sind kunstvolle Flieger aufgetaucht. Finde und besiege sie gemeinsam mit Axel. Besiege alle 3. Ja, okay. Kann ich machen. Nach der Mission mache ich einen Cut. Muss ich ja. Fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. Was denn? Dass wir so miteinander reden. Warum denn? Tun wir das wirklich schon so lang? Die Zeit verfliegt. Übrigens, sind wir hier nicht richtig? Oh ja, wir sind da. Hier, sieh mal. Was denn? Er will wohl wachsen? Nee, was machst du da, Roxas? Das ist ja seltsam. Ich konnte doch fliegen. Nein, nicht fliegen, gleiten. Ich brauche wohl dieses leuchtende Pulver dafür. Verdammt, nicht schon wieder.
wartet, kurz was wegmachen und so geht's weiter. Hä? So raufklicken. Die Stimme kenne ich doch. Ja, Captain Nook, wir graben und graben und alles, was wir finden, sind mehr Herzlose. Die kosten mich einfach zu viel Zeit. Warum dir? Wir müssen den Schatz finden, bevor jemand anders tut. Smee muss ja arbeiten. Das treibt mich noch zum Wahnsinn. Herr Captain, wo gehen Sie hin, Captain? Zurück zum Schiff. Ich blase diese elenden Dinger in die Luft. Vielleicht können wir dann in Ruhe graben. Wenn Sie meinen, Captain. Der Herzlose mag die wohl. Was machen die? Letzten Mal haben sie irgendwas von Schatzkarten geredet. Die graben nach Gold? Anscheinend schon. Müsste wohl. Sieht eher danach aus, als würde sie noch Probleme ausgraben. Stimmt, aus irgendeinem Grund graben sie ständig Herzlose aus. Du meinst, die Herzlosen verstecken sich im Boden? Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du eine bessere Erklärung? Ich habe in dem Loch, das sie gegraben haben, einzig und allein eine Truhe voller Schrott gesehen. Und die Herzlosen waren in der Truhe? Weiß ich nicht, vielleicht kommen sie auch woanders her. Zum Beispiel? Kam dir an den Kerl in Rot nichts komisch vor? Komisch? Wieso komisch? Diese schwarze Aura hatte wohl nicht gesehen. Also im Moment können wir nur raten. Fangen wir doch an, wo sie schon gegraben haben. Vielleicht machen unsere Ziele gerade ein Nickerchen. Mittagsschlaf und so. Ja, mir ist schon Merkwürdigeres passiert. So. Es gibt Abzeichen und so sehen unsere kunstvollen Flieger aus. Hallo, kannst nicht fliegen? Dann musst du erstmal diesen Ort da inspizieren. Ja, muss der wohl. Da ist ihre Nase weiß. Oh, hallo nochmal. Du kleine Wichse, warum hast du mich verraten? Was? Bist du böse auf mich? Nein, du hast sie nur verraten. Oh, weil ich dir nicht zu Schiff gefolgt bin? Hey Roxas, wen haben wir denn hier? Da hat sie wohl Angst. Ich weiß nicht genau, aber ich habe sie auch letztes Mal hier getroffen. Ich glaube, sie ist harmlos. Sie hat mir geholfen zu fliegen. Ja, ich habe ja schon gesehen, wie toll du das kannst. Es ist wahr. Hier, hilf mir, es ihm zu zeigen. Kannst du uns noch etwas von dem leuchtenden Zeug geben? Gib uns Droge. Mach uns high. Ein bisschen Drogen schadet nie. Und so kann er fliegen. Was? Siehst du, ich hab's doch gesagt. Wie machst du das? It's magic. Kann ich dir sagen, wenn man das Pulver genommen hat, denkt man einfach, ich kann fliegen und zack. Ich kann fliegen und zack? Probier's doch auch mal. Na gut. Ach, ich habe irgendwie Gebissschmerzen. Ich spüre nichts, Roxas. Komm schon, versuch's nochmal. Du musst mir glauben, Axel. You want to believe? Okay, ich glaub dir. Und da flog. Hat Axel keine Arme, seine Hände mehr? Was ist das denn? Ich kann fliegen? Ich kann fliegen? Du kannst fliegen. Schön erkannt. Ich glaube, sie will immer noch, dass ich mir das Schiff ansehe. Gehört das nicht den Kerlen von vorhin? Wie, sind das etwa unsere Freunde? Niemals! Hab ich gerade ihr Arsch gesehen? Scheinbar nicht. Warum ist es dann so wichtig, dass wir... Ein hat Nase, besser und geilen Arsch. Oder das schwarze Etwas. Yuck! Was war das denn? Kanonenbomben. Oder Kanonenkugel. Feuer, Feuer, frei. Ich schick diese Herzen auf den Meeresgrund. Ah ja, Captain. Die feuert das einfach, ohne irgendwie die Zündschuhe angezündet zu haben. Egal, die Logik muss ja nicht sein. Sie greifen uns an. Machen wir sie fertig. Nein, ich glaube, sie haben uns mit Herzlosen verwechselt. Schwarz und schwarz. Na, großartig. Hey, Moment mal. Roxas, bist du verrückt? Komm zurück!
Aber sie... Wir wissen nicht, was sie vorhat. Die Mission ist wichtiger. Finden wir diese kunstvollen Flieger. Diese kunstvollen Flieger? Okay, na gut. Pass auf, ich will dich nicht von einer Kanonenkugel abkratzen müssen. Okay. Aber ob wir eine Kanonenkugel abkratzen werden, das erfahren wir im nächsten Part, Leute.